ist laut. Boah, ist das ätzend laut. Dieser Name, och Mann. Okay, dann holen wir einen anderen. Wo geht vielleicht? Ne, zahlen die nicht, ne? Dann holen wir den. Schauen wir mal. Und? Geht? Jo, gut. Okay, damit geht's dann ins Spiel. Bevor ich da richtig loslege, muss ich erstmal den Sound ein bisschen runterdrehen. Ich muss erstmal gucken, wie das Spiel hier funktioniert. Drückt rechte Maustaste oder Z. Okay, gut, nochmal. Ach, hier ist Geld. Oh, Kugel. Ah. Was hast du für Viecher? Doch noch mal die Rennheftdaten ausschalten. Nice. Das ist doch schon. Ja, viel kann man hier jetzt glaube ich mal nicht zu sagen. Ich habe mir das Spiel eigentlich schon geholt. Und unsere aktuelle Aufgabe ist, das Rettungslager zu finden. Ich denke, dass wir springende Echsen. Herzbox öffnen. Geld kann man, denke ich mal, nicht bekommen. Eine silberne Münze, schick. Also, komm her. Ich weiß auch gar nicht mal, wie das Spiel hier großartig funktioniert.
kann man das Agent so laufen. Ich denke, man schlaucht über so Schatzplätze. Schick. Okay, so, dann wieder wechseln. Immer weiter, du hast das Wasser erreicht, du musst nur über das Kraftfeld davor. Okay, dann laufen wir mal. Watch. Was ich schon mal weiß, es gibt ja auch Erfolge für. Schick. So, warten. Ah, da ist die erste Errungenschaft. Erste Schritte. Hurra! Moment mal, Schiff und Tab war es, ne? Jo. Was gibt's denn hier? Screenshots? Ja gut. Gehen wir wieder zurück zum Spiel. So. Also, was gibt's denn hier zu erledigen? So, das Rettungslager erforschen. Laufen wir mal hier so rum, ne? Ja, oh, Nachricht. Ja, okay. Gehen wir einfach schnell hindurch. So, fertig. Einladung, kein neues. Dieses Tor überquert den und führt nach Haven, wo du es in Geschäftsmöglichkeit wegen uns zurück. Ah ja, was ich brauche. Ich gehe nochmal wieder zurück. Dann schauen wir mal.
Also, ich würde sagen, das ist nur so ein Zwischendurch-Let's Play. Moment, ich trinke mal ein Schlückchen. So. Da sind wir auch schon. Was können wir hier tun? Ah, interessant. Oha. Ach, zerdeppern wir hier alles. Geh sterben. Ich denke mal, solche Dinge hält man automatisch auf. Hey! Toll. Angriff, ah. Ja, toll. Dann laufen wir mit dem Topf hier durch. So, weiter geht's. Ich denke mal, das hier ist so eine Art Dungeon. Moment, da muss ich. So, das ist doch schon besser. Alles zerdeppert, was hier zerdeppert werden kann. Ist Wärme. Das Sammeln von Wärme wird deine Ausrüstung verbessern, sobald du ein Level abschließt. Oh, schick. Das ist schick. Hier müssen wir uns versammeln. Mit. Man weiß ja nie. Oha. Oha. Drück jetzt um den Schild zu aktivieren. Schild ist immer schön. Oha. Ich laufe einfach weiter. Natürlich, was denn sonst? Was ist das denn? Vita-Port. Lebensbonus plus 1. Schick. Gibt es hier eigentlich auch Charakterfenster oder sowas? Steuerung, schau ich mal. Moment mal, C seitwärts, Abwehr X, Rad abwärts, X nach vorne. Quickshot 1 und so weiter, Arsenal an aus, Rezepte, Charakter ein aus, P. Schick. Okay, gut. Ich komme ja schon. Ist ja gut, meine Freunde. Oh mein Gott, nein, ich hab
Damit wäre die erste Herausforderung geschafft. Mit wiederbeleben. Ah, das kann man auch. Schick. Das ist natürlich sehr schick. Was bist du für ein großer Mann? Hallo. Ich will deine Ware. Was hast du denn da? Beastbäsche. Ich denke mal, Tempo ist etwas. Keine Ahnung. +1, wow. Das ist ja. Na gut, Digga. Ja, mal gerne. Überquere den Akku zum Helfen zu erreichen. Das sollen wir jetzt auch noch machen. Okay. Das ist eine neue Aufgabe. Wird sich schon finden lassen. Das Uhrwerk. Gruppenlobby. Kleiner machen Leute. Rüstung und Helme bieten nicht nur Schutz vor Angriffen, sondern können auch für gewisse Status machen. Kann man hier noch nicht mal zu Ende legen. Die Reise nach Haven. Okay. Die Welt verändert sich ständig. Im Uhrwerk, im Untergrund rotieren die Ebenen in Echtzeit. Du wirst auf einer einzelnen. Ach, hier kann man nie zu Ende lesen. Quest. Final Test. Du hast es bis hierher geschafft, Knight. Aber du. Aber für deine letzte Prüfung wirst du schnell überlegen und reagieren müssen und sogar noch schneller laufen. Ja, okay, von mir aus. Trophia. Und weiter. So einfach. Oh mein Gott. Aua. Irgendwelches Land. Zack, dahin. Einfach mal mit. Ich
weiß zwar nicht, wofür das gut ist, aber hey. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, da heilt sich. Was soll denn das? Kommt ihr? Hallo? Cool. Doch. Mann, schaut mir. Kommt schon. Ich laufe einfach weiter hier. Geht's hier durch? Ne, ich denke mal. Ich weiß es nicht. Wodurch geht's? Ach, da oben geht's lang. Ah, noch ein Schlüssel. Geil. Und die andere Seite. Naja. Kommt, Leute. Dankeschön. Oh, ihr Deppen, hallo. Come on. Go, ihr Deppen. Truffle. Ich sagte Truffle. Geht doch. Da auch noch ein bisschen Truffschnitzel hier. Zack, zack, zack. So. Da, Truff. Gehen wir weiter hier. Dicker. Zack, zack, zack. Und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Und ich hole wieder einen Schlüssel. Hey. So. Wieder zurück hier. Ajo. Also bis jetzt das Spiel nicht schlecht, würde ich sagen. Ich finde das Spiel nicht schlecht, nee. Ich muss sagen, das ist ein gutes Spiel. Watch! Verdammt! So. Dran da. Ich brauche jetzt langsam wieder Herz. Technisch gesehen sollte man. Was? Diese spezielle Schalter funktionieren nur, wenn etwas sie niederdrückt. Niedergedrückt. Probier mal. Sind immer schön, damit kann man schön was kaufen gehen. Also daher. Oh, das sieht nicht schön aus hier. Nee, nee, das sieht gar nicht schön aus hier. Ruf da. Schön. Immer schön. Oh, jetzt geht's home. Kommt drauf, Leute. Wow.
Wir sind die ganzen Sachen hochgeladen. Also hochgelevelt, das ist immer schön. Hurra, nächste Errungenschaft freigeschaltet. Willkommen, Fremder. Wir sind in Haven. Ja, das ist natürlich schön. So. Ja, das wieder kleiner machen, Leute. Das kennen wir ja wiederum schon. Obwohl ich noch nicht ganz lesen konnte. Ach, hallo. Wer bist du? Du bist Hilo. Okay. Willkommen in Haven, Kleiner. Schließ dich deinen Freunden an und beschaffe Schätze aus dem Uhrwerk. Schätze sind bei den Strangers sehr beliebt. Gespräch beenden. Okay. Ich habe eine neue Nachricht. Gehen wir mal drauf. Gratulation. Agincourt ist hier. Es ist Neben. Dank. Füllt deine Nebenenergie vollständig auf einmal. Ich benutze. Oh, check. Okay. Agincourt ist hier. Es ist wundervoll zu sehen, dass du erst durch das da geschafft hast. Im Anhang findest du einen Nebeltank. Ja, steht bestimmt nichts Interessantes dabei. Kann ich irgendwie so auffüllen. Aha, Starterpaket kann man hier kaufen. Interessant. Ich schaffe aber nur Crowns. Das ist auch nicht gerade viel. Geh in nordwärts Richtung Richtung Arcade und melde dich bei Feron, was Feron? Wer ist Feron? Bist du Feron? Nee, das ist irgendein Knight. Okay. Ah, da ist Arcade. Oder Arcade. Mir wiederum auch egal. Ich sag mal lieber Arcade, sonst. Statuseffekt Feuer. Wenn du brennst, erleidest du so lange Schaden, bis das Feuer erloschen ist. Du kannst es allerdings auch an Monster weitergeben. Nähere dich ihnen und lass sie teilhaben. Oh, das ist ein guter Tipp. So, nochmal gerade schnell was getrunken. So, wo ist denn der gute Feron? Ich denke mal, das ist der hier. Yo! Sei gegrüßt, Krieger, und gut gemacht, dass du es bis hierher in unser Basislager in Haven geschafft hast. Ich bin Leutnant Feron. Ich wurde von Kapitän Oslo beauftragt, mich um die Operation Minenarbeit hier in Haven zu kümmern. Vor dir liegt die Arcade, ein faszinierender Komplex, der als unsere Verbindung zum Herz des Uhrwerks dient. Na egal. Da du neu hier bist, werde ich kurz den Überblick. Aha, okay, weiter. Aha. Gehen wir einfach mal weiter. Ich habe jetzt leider keine Lust, dass ihr dringend ins Uhrwerk vor und findet den Weg zum ersten Terminal. Welches ist das erste? Oh, das hier sieht alles nicht gerade gut aus. Ich denke mal, das hier ist das erste. Schauen, Rang 1, Tiefe 0. 29 Ebenen, Population, ziemlich. Das Uhrwerk. Ja, das geht sehr weit runter. What the? Okay. Ich hab Angst. Ich will da nicht runter. Ah, das ist der Bazaar. Ich weiß auch nicht, welches das erste ist. Das erste Terminal. Oh, was denn hier? Hallo, ich bin Wegner. Chief Geonite der Skylark und oberster Verantwortlicher für geologische Studien im Uhrwerk. Also diese, die wir sammeln sollen. Dann gibt es Dark Matter, Luminite, Moonstone, Wellstone und Crimsonite. Oha. Weiter. Zerschlagen, aufheben. Weiter. Und dort reinwerfen.
weiter. Ansonsten kann man, oh, Autosell geht auch. Aha. Dann kriegt man Geld. Ja, das ist. Ja, das ist. Was hier, Mineraldepot. Aha. Da sieht man auch, wie viele Mineralien es gibt. In welcher Tiefe. Also hier gibt Tiefen, da gibt es ziemlich viele Mineralien, sehe ich auch. Naja, gut. Und welches ist das erste Terminal? Ganz links, das. Ich meine, ich denke schon, aber. Ich weiß es noch nicht. Na gut, dann gehen wir hier mal ganz links hin. So, Tiefe 0 und go. Ich denke nach diesem Dungeon oder auf jeden Fall nach diesem Ding da würde ich sagen, mache ich mal einen Aufnahmestopp. Und werde das rendern, was ich habe. Und so weiter. Oh, das Herz. Oh, ich. Die Fehlkasten kaputt machen. Shit. Oh, was sind die denn? Die sind ja schon ziemlich viel weit vorne. Okay. Etwas Grünes. Die zwei Mann. Ist doch auch geil.
einen Sachen kaputt schlagen kann eigentlich nicht schaden. Da kann ja immer was drin sein, ne? Du hast mir wehgetan. Ja, sorry, wenn ich ein bisschen leise bin im Moment, aber a little bit concentration muss ja auch mal zwischendurch sein. Na, dann hol ich mal das Teil. Na ja, gut, Unterschied gibt es ja jetzt auch nicht. Gehen wir mal nicht drauf. Teile niemanden deine Accountdaten mit Game Master, werden dich niemals nach deinem Passwort fragen. Okay, das kennen wir wiederum bereits. Ja, okay. Was ist das denn? Fluchvieh oder? Ach, hier ist ein Händler. Heal Pads sind hier auch. Big Beast Special. Ein Rezept. Hier gibt es Rezepte. Schick. Marke, was ist das denn? Bosch Spark. Verkauf nicht möglich. Material. Hat der sonst nichts? Nee, der hat hier nur... Oh, Schild. Nee, komm. Lass mal sein. Oh, Nachricht. Willkommen, meine Sperren. Das kostet uns hier auch nicht. Ja, möchte ich. So. Ich denke damit. Oh, Statuseffekt Schock. Wenn du geschockt wirst, durchzuckt Elektrizität in gewissen Abständen dein Körper. Dadurch wird alles unterbrochen, was du gerade tust.
Oh, das ist, ja. Blöd. So, ich denke mal. Wir schauen, ob wir was haben zum Abgeben. Wie zum Beispiel hier. Schauen wir mal. Errungenschaft freigeschaltet. Mäßiger Minenarbeiter. Hooray! Da sieht man auch, wie viel die kosten. Schön. Störung durch Antimineral-Thema wird zufällig bestimmt. Ich weiß nicht, hätte ich hier mehr gekriegt? Mal schauen. Nee. Irgendwie nicht. Na gut. Dann beende ich mal hier die Aufnahme. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.